Willkommen zu einem neuen Let's Play 907 Bloodstone mit Chris R.E. Redfield und Gun von Taid wieder mal. Ja, aber diesmal kommt es auf meinen Channel. Wir werden gleich mal beginnen. Rambo. Natürlich. Und wir machen einer auf Rambo. Auf Rambo? Ja. Ich würde eigentlich mal eine neue Festplatte kaufen. Die war natürlich ein New Game. Also, ich sehe kein Pandora. Ah. Oh Gott. Dennis Brigade. Das kannst du auch Mittel natürlich. Mittel ist Pflicht. Ich habe es nur mal angezockt, also ich kann es auch nicht wirklich. Athen, Griechenland. Das ist dringend. Überaus dringend. Der Angriff könnte kurz bevorstehen. Wann sind Sie wieder auf dem Boden? Wir haben keine 10 Minuten. Der Satellit erzeugt wichtige Aktivitäten bei Kriegsschiffen. Sie müssen sich beeilen. Das ist mein Scheißbett. Ich meine. Oh, Ton. Zuschauer werden nur ganz klein sehen. Hat Greco einige internationale Terroristen für einen Selbstmordanschlag eingeflogen. Er soll während des Gruppenfotos stattfinden. Ich kann mich nicht auf Ihre Quellen verlassen. Ich habe ihn Greco über Da komme ich an, Mensch. Ein internationaler Geschäftsmann, der hier Urlaub macht. Der denkt ja, cool. Geschäft der trinkt ist der internationale Er will alle Staatsoberhäupter, alle G20-Mitglieder auf einmal ausradieren. Sagen Ihnen das Ihre Quellen? Ein Zug zu kommen. Oder Ihre weibliche Intuition? Könnten Sie meine Intuition wohl außen vor lassen, General? Sagen Sie das Gruppenfoto ab, sofort. Unmöglich. Sie müssen mir vertrauen. Mir glauben, dass ich Sie beschützen kann. Ja, nee, ist klar. Im griechischen General kann man. Glauben Sie doch, was Sie wollen. Ich glaube an Bond. Die glaubt an dich. Und wieder vorne. Das bringt er auch noch. Und jetzt geht der Fall schon nicht auf. In der Position. Viel Glück, Bond. Wann schießt denn der erst? Den Tag später? Bei der Free? Bond, hier Tanner von der Q-Abteilung. Den feindlichen Funken nach wurden sie nicht bemerkt. Den Plänen nach ist Grecos Quartier im Unterdeck. Finden Sie ihn und verhindern Sie den Anschlag auf den G20. Ohne Scheiß, aber einfach komisch, der Typ. Das kann doch nicht normal sein. Das ist so eine Pussykacke. Ich weiß nicht, oh mein Gott, alles Feuer. Dann alles erledigt. Wo bleibt dieses Porto? Du solltest schon längst hier sein. Es gibt ein Problem. Ich glaube, wir treffen uns unterwegs. Was macht denn das denn? Gruppen kuscheln mit den Free. Ja, die kuscheln. Mit einem
so wie Panzer. Panzerschreiben. Panzerglas. Ja, jetzt holen wir sie noch den anderen. Ja, hallo, wie soll ich da aus? Schwur? Oh mein Gott, ich bin glaube ich nicht schlechter als. Du. Ich habe nicht mehr seine Bemerkung. Sind bislang ausgeblieben. Hey, Porno-News. Hast du was gesagt? Ich glaube nicht. Porno-News sind Porno-News. Wo sind meine Boote? Ein Puff. Wer zum Teufel sind Sie? Das für ein Schüler. Scheiße, der voll in der Schule Polo. Na, dann machen wir den Schlag ab, Heiko. Es ist aus. Ein Mann gegen 40. Wohl kaum. Wachen! In jeder Nähe. Man muss ja gleich nach vorne gucken. Was für ein Japan? Nimm die Waffe. Hallo? Du, halt ihn auf! Du hältst mich doch nicht auf. Töne ich? Was haben wir? Und dann da vorne und die Möglichkeit, Junge. Du wirst denken, Gott persönlich hat dich gefilmt. Das ist der Typ, Krieko. Hör damit! Nein! Den größeren! Die Größe, ja, die war gerade. Hahaha! Ich Verdammt! Bleib zurück und stopp dich! Wir gehen zum Akropolis!
Ja, also lieber Mensch, das ist doch normal. Nein, das war Albert Wesker. Ja, schon. Ja, gehen noch mal. Da liegt noch eine kleine Waffe. Ja. Wir haben ja alle nur 9 Millionen. War ja doch, nein. Und da ist einer. Ach so. Du Arsch, Alter. Mann, ich hab doch nur was zappeln. Ich meine nur den Hessen. Ach so. Hallo, Bitch Party. Ich will mitmachen, Bitch Party. Ich muss wieder die Rede jetzt zum Wissen nehmen. Obwohl, ich habe die Fans zum Töten jetzt. Juhu, oh mein Gott. Rennt tut er noch behinderter. Er hat ihn noch immer. Stimmt, Anna. Oh. Er kommt ruhig da oben. Ja, purzeln die Treppe runter. Hihi, was sind das für Beine? Da hat er X-Beine gekommen. Hey, was ist da denn? Hallo. Hier ist 5 Minuten. Obwohl, das war nicht mehr knapp. Granate. Schießt du hin? Junge, das ist ein Sofa, da kann ich doch durchschießen. Willst du mich verarschen? Stören! Das ist ein Sofa, Mann, was ist das für ein kugelsicherer Sofa? Das gibt's doch nicht. Schieß aufs Auto. Töte mich! Die Autos können aber explodieren. Also, ich bin vor der Sprengsturm. Einer neben dir. Oh nein! Mann, das ist hier. Da ist eine rote Suppe. Woanders, wo ist das? Wir sind direkt neben dir. Okay. Dann schieß einfach die Autos, Mann. Aber die können sowas passieren. Ich kann gleich mit Gleichen vergeben. Der schießt. Ja, du rennst doch noch. Das ist mir aber noch zu lang. Kein Ausfallschritt. Bleib damit. Das war ich nicht. Nein, nee, keine Muni mehr. Was zuckt er da noch 10.000? Was ist noch ein Schuss? Was macht der denn da? Hallo, hallo, hier bin ich. Oh, geil. Mann, ist der bescheuert. Wo ist die Bombe, Gregor? Juhu. Der schöne Aston Martin, Mann.
Letzte Chance. Wo ist sie? Sie kommen zu spät. Sind das da einfach so wie? Ei! Wie viel Zeit haben wir? Nicht viel. Die Staatsoberhäupter werden gleich fotografiert. Ja! Ich mein Auto passiert nicht. Was ist denn los? Ich könnte eigentlich rein. Ich könnte da hinten zu mir selber. Ich glaube, das war nicht alles. Vor allen Dingen sogar die so einen Aston Martin DB5. Ich DB9. Werden gleich fotografiert. Feuerwerk? Wussten Sie, dass es ein Feuerwerk gibt? Ist der behindert, Mann? Das ist auch kein Feuerwerk. Ja. Woher wissen Sie das? Tja, ehrlich gesagt, Intuition. Schön, Sie zu sehen. Ich hatte schon Sorge, dass Sie es nicht schaffen. Dann sind wir schon zu zweit. Gut gemacht. Danke. Möchten Sie etwas trinken? Ja, einen Bourbon. Pur. Und was darf ich dem Gentleman bringen? Ich nehme... Für ihn einen Wodka Martini. Kann ich selber sprechen, oder? Zeit achten muss.
Ja? Guten Morgen, 007. Wir haben Ihnen nach Athen zwar eine Woche Urlaub versprochen, aber wir haben Schwierigkeiten, die nicht warten können. Können Sie sprechen? Ja, kann ich. Ich bin an einem Hotel. Ich müsste gleich online sein. Bei was denn? Bei Miss M? Da sind Sie. Was wissen Sie über die Midhurst Laboratories? Biotechnikfirma in London, Aktiengesellschaft, arbeitet fürs Militär. Nicht nur für das Militär. Vor 2 Jahren schloss sie mit dem Verteidigungsministerium einen Vertrag über eine höchst wichtige Biotechnologie ab. Das ist so geheim, dass ich nicht einmal hier darüber sprechen will. Ich verstehe. Gut. Ein leitender Forscher, Malcolm Tedworth, wird vermisst. Er war auf seiner Yacht im Ärmelkanal. Die Navy dachte zuerst, er sei tot. Sein Schiff war nach einem Sturm vor der Küste gesunken. Aber heute Morgen erfuhren wir, dass er lebt und seine Forschungsergebnisse in Istanbul verkaufen will. Sind die Informationen verlässlich? Kaum. Ein anonymer Anruf von einem Mobiltelefon, das in Madrid gekauft wurde. Kurz danach hat das amerikanische Echelon-System einen Anruf aus Istanbul aufgezeichnet. Man hat nach den Schlüsselwörtern Forscher, Biowaffen und Passwort gefiltert. Passwort. Könnte auch eine Falle sein. Könnte es der Wissenschaftler selbst gewesen sein. Vielleicht hatte er Gewissensbisse, weil er England verraten hat. Deswegen der Helikopter bei Ihrem Hotel. Es wartet ein Flugzeug auf Sie. Wenn Sie in Istanbul sind, tun Sie alles, um herauszufinden, wer hinter dieser Sache steckt. Die Forschungsdaten dürfen auf keinen Fall in die falschen Hände geraten. Endet die erste Mission und die erste Aufnahme. Ja, und der erste Part ist auch schon wieder vorbei. Und dann ist nicht noch schön lange. Könnt ihr die Tipps holen? Das ist schon ein geiles Auto. Okay, und das, oh, das war's.